Hallöchen, ihr lieben Pferdefreunde, willkommen zu Rival Stars Horse Racing Handy Version. Ja, es ist soweit. Ihr seht schon gerade auch wieder, es ist kein Fohlen hier, was hier gerade rumspringt und rumtollt. Denn ich habe tatsächlich das Fohlen schon abgeholt. Und keine Panik, Leute, wir schauen es uns gleich noch an. Und ich habe tatsächlich das eine Pferd gewonnen. Also ich habe... Wir gehen einfach mal in den Stall rein. Also, Yuki hat das so gemacht, wie sie es gesagt hat. Wir haben dieses Pferd, haben wir... Na? Also diesen Hengst haben wir gewonnen. Ich bin mega happy darüber, dass wir den gewonnen haben, weil der hat nämlich hier die perfekten Werte drauf, hier nur eins drunter. Er ist ein wunderhübscher Hengst und wenn man sich mal so das ja hier anguckt, er hat glaube ich zweimal Rappe mit drin gehabt, genau, er hat zweimal Rappe mit drin gehabt und ja, sonst hier aber auch so viel, so ich sag mal, gestreift. Rabicano ist mit drin im Stammbaum. Das ist jetzt keine Special-Farbe. Das hier auch nicht. Aber es sind, ich sag mal, 1, 2, 3, 4, mit ihm 5 sind tolle Farben mit drin. Mal gucken, was er vererbt. Er ist ein Hintenpferd. Habe ich auch gar nicht gesehen, irgendwie so. Und ja, ich bin... Oh Gott, Leute, ich bin so happy, dass wir das geschafft haben. Das, ach, ihr wisst gar nicht, ich habe, ja. Ich bin ein bisschen zwar traurig gewesen, dass ich für Stufe 3 das nicht gewinnen konnte, das Pferd. Aber es war einfach, ich kam noch nicht mal auf die zweite Stufe wieder mit drauf. Es ist bei 30 geblieben und es war so hart, der Kampf. Es ist, ja. Aber dafür haben wir jetzt diese Stute. Das ist nämlich die kleine Maus, die wir letztes Mal gezüchtet haben. Ich habe die tatsächlich auch schon ein bisschen gelevelt und das Lustige ist, dass sie ein Fuchs ist. Ein Fuchs mit Grau. Auch nicht schlecht. Plus diese Streifung. Und ja, das ist einmal der Stammbaum. Und ich habe was wieder Dummes getan. Ja, ja. Ich... Was heißt Dummes? Also ich möchte was ausprobieren. Ich habe mir nämlich diese Stute gekauft. Ich habe die am Markt gesehen und die hat keine schlechten Werte. Und jetzt werdet ihr euch alle fragen, so, aber Yuki, was machst du denn da schon wieder? Denn gerade auch Mitte und passt auf. Sie hat nämlich einen mega interessanten Stammbaum. Und ich meine mal... mitbekommen zu haben, dass hier dieses hier, also die Schimmel, die rein Schimmel, dass die mega selten sein sollen. Und sie hat einfach mal 3 Stück davon im Stammbaum. Also, ne? Zwar hier nur einmal komplett ohne alles, aber sie hat dreimal, also wir könnten aus dieser Stute einen Schimmel bekommen. Und, deswegen habe ich die gekauft, um halt dieses Experiment zu, ja, zu versuchen. Das heißt aber gleichzeitig auch wieder, dass wir uns von ihr verabschieden müssen. Also sie wird jetzt zwar noch ein bisschen da bleiben, aber ich werde wahrscheinlich dann dafür heute sie rausschmeißen. Sollte ich ein Fohlen bekommen, wo ich sage, das möchte ich behalten. Denn das war ja auch nur so ein Experiment hier mit diesem Gen hier. Und ja, es ist halt, ich... Ach, Leute, ich hätte so gerne diese Musterung gehabt, aber ich krieg sie einfach nicht. Ich kann mich totzüchten. Das ist, es wird einfach nichts. Vielleicht, wenn ich Glück habe... gewinne ich nochmal diese Farbe? Man weiß es nicht. Die Stute möchte ich tatsächlich noch nicht rauswerfen. Denn ich möchte gucken, ob wir da doch nochmal ein Hintenfohlen rausbekommen. Jetzt ist so die Frage, wie machen wir das jetzt mal? Denn ich glaube, Stufe 3 ist erstmal durch.
Also, ich glaube, wir kriegen da aktuell nichts Besseres. Wir haben ja unsere Holly, die ist ausgelevelt. Das passt schon. Jetzt doktern wir hier mit Stufe 4 rum. Ich sag's euch. Was mache ich hier? In Stall. Wir müssen in Stall. Genau, so wartet mal. Ich müsste die erstmal für 8 Stunden verbessern. Das muss ich im Off machen. Aber mit der hier können wir züchten. Mit der können wir züchten. Und dann nehmen wir jetzt mal unseren Hengst für. Und wir nehmen mal die. Oh Gott, welche waren das jetzt? Oh, wie hieß denn jetzt die Stute nochmal? Warte, das war eine Mitte. War das die? Warst du das? Ich glaube ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja. So. Sie sah eben irgendwie. Ja. Jetzt erkenne ich es auch. Sie sah eben nämlich anders aus. Genau. Also wir züchten jetzt einmal mit den beiden. Das machen wir jetzt einmal. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir das Fohlen haben. Und in der Zwischenzeit werden wir tatsächlich mal hier in die Ziele mit reingucken. Ich glaube, hatte ich bei der Story auch. Genau, ich hatte hier, das hatte ich abgeschlossen. Da kriegen wir auch nochmal wieder 15 Gold für. Hey, Sophia, ich habe. Hey Sophie, ich habe Neuigkeiten. Willst du sie hören? Na, lass hören. Schieß los. Betreffen sie deine neue Flamme? Ja, wir haben es offiziell gemacht. Wir sind ein Paar. Ja, sehr schön. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich hoffe, wir werden diese geheimnisvolle Person bald kennenlernen. Na, wer weiß. Werdet ihr irgendwann. Ja, mal gucken, ob wir das noch erleben. Das haben wir auch gemacht. Mensch, 30 Gold. Noch ein paar Siege, die wir erzielt haben. Breaker Bay, wir kommen. Ah ja. So, das ist nämlich das nächste, was wir machen müssen, plus das hier. Das sind die nächsten beiden Sachen, wo ich jetzt wirklich sage, okay, dass wir jetzt die eine Box dann doch auf Stufe 4 upgraden und dass wir dann mit der anderen Box müssen wir anfangen, Stufe 5 Pferde zu züchten. Wir kommen da jetzt gerade nicht mehr drum rum. Das heißt, wir gehen noch mal, nicht ins Gehöft, hallo. Wir gehen noch mal in den Stall und zwar zur Fohlenbox und werden die tatsächlich verbessern, dass wir 14% Maxi Klasse 4 verbessern. Alles klar. So, das ist in Mache, das hier auch. So, Training können wir jetzt leider erstmal nichts machen. Dann gucken wir mal, was wir hier so an Events haben. Da haben wir jetzt gerade nichts. Wir drehen jetzt mal am Rädchen, drehen wir jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich Glück und ich krieg wieder ein bisschen Gold. Ich ne, nee, 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 nee. Oh, das sind die doofen Mauern. Oh, puh, Futter. Futter kann man immer gut gebrauchen. Das kann man immer gut gebrauchen. Das könnte ich auch ganz gut gebrauchen. So, drehen wir nochmal. Oh ja, die 11 Gold. Halt, stopp, stopp, stopp! Ja, sehr schön. Da haben wir doch mal 11 Gold gewonnen. Sehr, sehr schön. So, freut mich. Das müssen wir wieder schließen. Ich glaube, es gibt einfach nur Rosen zu gewinnen. Ja, tatsächlich.
Hier sogar 1000 Rosen. Da wollte ich doch überhaupt nicht hin. Warum drücke ich denn immer da? Ich weiß auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen nochmal ein Rennen. Das haben wir ja schon sehr lange nicht mehr gemacht. Also so ein ganz normales Rennen. Machen wir auch mal das, was er hier vorschlägt. Machen wir einfach das, wobei das so mega lang ist. Ja, okay, wir probieren es einfach mal. Die Chancen sind ja so ein bisschen gemischt, ne? Also die beste Siegerquote scheinen wir ja nicht zu haben. Deswegen, Startbox 6, 11. Ich bin das so gewohnt, dass wir 11 haben. Jetzt höre ich natürlich nicht, was der sagt. Keine Ahnung. Ich habe die Kopfhörer wieder nicht auf. Wie hübsch ist der denn bitte? Und der auch. So, ui, jetzt hätte ich beinahe den Start verpennt. Hier der Palomino neben uns ist auch mega hübsch. Warum habt ihr denn immer alle so hübsche Pferde und ich mit meinen Gurken hier farbtechnisch? So, lauf mal ein bisschen. Falls ihr ein Miauen gerade gehört habt, das war meine Katze. So, wo ist denn das Hübsche? Das ist irgendwo da hinten verschollen gegangen. Hallo? Entschuldigung mal. Hören Sie mal auf, hier sich vorzudrängeln. Meine Herren, ey, das wird hier aber nichts geschenkt hier. Das ist aber ein Rennen. Nee, du läufst da jetzt nicht noch weiter. Untersteh dich zu sprinten. Wir brauchen ganz dringend Hintenpferde. Hört auf zu sprinten! Ich sehe das schon kommen, dass gleich meine Leiste hier weg ist. Siehst du? Plumps, sag ich doch. Weg ist er. Bevorzugte Position. Ja, okay, alles klar. Sag mal, hört jetzt mal auf zu sprinten hier. Ich komme da nicht weg. Ich sehe nur Pferdepopos. So, viel weiter sprinte ich jetzt nicht. Denn, na, die Linie könnte ruhig noch wieder so ein bisschen da vorne kommen. Meine Herren. So, 1,6. Na, 1,5 haben wir jetzt. Das ist aber auch ein Konkurrenzkampf jetzt hier gerade. Also ich bezweifle gerade wirklich, dass wir überhaupt den ersten Platz bekommen. Da die ja immer so uns dicht auf den Fersen sind. Das ist unglaublich, wie dicht die uns auf den Fersen sind. Das ist echt... Eieiei. So, streng dich an, Müschen. Müschen? So. Dann ich baue jetzt nochmal den Druck so ein bisschen hier auf. Und jetzt darf ich aber wirklich nicht mehr sprinten. Wenn ich Pech habe, habe ich jetzt gerade schon einen Fehler gemacht und wir haben nicht genug Sprintenergie. Dass sie zu lange brauchen mit dem Laden. Das wäre jetzt echt nicht so ganz so geil. So, komm. Lass dich nicht abhängen. Lass dich nicht überholen. Bitte tu mir den Gefallen. Gib nochmal ein bisschen Gas. Ich sag's doch, ich habe zwei Balken zu viel weggenommen. So, los, komm, sieh zu. Sieh zu, dass du die Ausdauer hinkriegst da. Wir haben nur noch 300 Meter. Das ist, das wird jetzt richtig spannend. Hör auf zu rennen! Wir müssen mitrennen. Es geht nicht anders. So, jetzt aber. Oh Gott. Oh Gott, das wird so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wird ein sauberer zweiter Platz. Verdammt. Ich hatte jetzt so die Hoffnung, dass sie die Kurve nochmal kriegt und aufholt. Aber nee, scheinbar nicht. Enttäuschend. Ich weiß, man kann nicht immer nur gewinnen. Aber das war jetzt schon wirklich, das war hart. Das, das war wirklich, ja. Das war wirklich richtig hart. So, ihr Lieben, wir warten jetzt so lange, bis das Fohlen da ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal kurz, wenn das Fohlen da ist. Und dann entscheiden wir, ob wir eins unserer Pferde verkaufen müssen. Also
Warte doch, wir müssen eins verkaufen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Angst. Aber das müsste ich dann aus der Reserve holen, das Pferd. Nee. Okay, wartet. Wir kommen ja nicht drum rum. Also, wir müssen tatsächlich jetzt ein Pferd verkaufen. Ja, mein Liebes. So hübsch wie du auch bist, du musst jetzt leider verkauft werden. Ja, verkaufen. Ich glaube nämlich, eine Box noch dazu bauen kann ich nicht. Das, Pferdebox hinzufügen, das kostet nämlich Gold. Und da habe ich gerade nicht so die Lust zu, dafür jetzt nochmal Gold auszugeben. Ja, wie gesagt, also, wir müssen dann tatsächlich abwarten, bis das Fohlen da ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und sie steckt schon wieder, die kleine Maus. Ja, ich bin wieder da. Wir gehen jetzt auch sofort in den Stall mit rein. Ich bin gespannt, was das für ein Fohlen wird. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch so eine Checkung haben wird. Ich gehe jetzt einfach mal random vom aus. Und ich würde mir jetzt tatsächlich ein Hintenpferd wünschen. Das wäre mega, mega cool. Und wir schauen einfach mal, was es jetzt geworden ist. Aber... nee. Stimmt, wir können ja 5 Pferde rauskriegen. Ach du liebe Güte, Leute, da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ach Gott, sie ist so hübsch. Ja, ich würde sagen, dann haben wir unser Pärchen für die Stufe 5. Die Zucht kann starten, würde ich mal so sagen. Ja, da schüttelst du mit dem Köpfchen, ne? Das ist jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es lohnt sich eigentlich nicht, die groß werden zu lassen, also zu pflegen, weil, ja, weil halt, ne? Eieiei, nee, ich möchte wissen, wie sie groß aussieht. Sie hat schlechteste Werte ever für ein Stufe 5 Pferd. Also das war ja bei 54. Oha. Schaut sie euch an. Ach man, das bricht mir jetzt so ein bisschen das Herz, die hergeben zu müssen. Das, ja, da hatte Yuki jetzt überhaupt nicht das auf dem Schirm. Das, yeah. Und natürlich hinten. Es ist ein Hintenpferd. Nee. Es ist nicht lustig, Spiel. Da hat sich da das hier durchgeschlagen. Weil sonst ist ja nur 4. Alles Stufe 4. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Stufe 5 Pferd. Pferde, 8 von 9. Ja. Ich würde ja ganz gerne... Ja, also ich würde dann sagen, dann können wir tatsächlich... Was mache ich denn jetzt? Ich fürchte, ich muss sie hergeben. In der nächsten Folge. Weil sonst komme ich ja nicht an meinen Stufe 5 Hengst. Na, wir machen das anders. Ich lasse jetzt die Box noch weiter ausbauen. Dann verpaaren wir nochmal die beiden, wie ich eben verpaart habe. Und dann gucken wir, was da rauskommt. Und dann ja, müssen wir uns dann halt entscheiden, ob wir die eine Maus behalten wollen oder nicht. Das ist, ja, das hatte ich jetzt gerade so gar nicht auf dem Schirm. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Stufe 5 Pferd bekommen?
Das möchte ich jetzt bitte einmal ganz kurz nochmal überprüfen. Ach, sie ist so schick. Oh Mann. Es tut schon ein bisschen weh, sie herzugeben, tatsächlich. Ich fürchte, wir müssen sie irgendwann hergeben. So, warte mal. Okay, es war sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und dass es ein Stufe 4 Pferd ist, war sehr gering. Okay, ja, wie gesagt, also die andere Box machen wir noch. Also, das dauert noch 5 Stunden. Ja, hättet ihr damit gerechnet? Das habe ich wieder vergessen, wie diese Farbe heißt. Aber ich meine, es wäre das Badger Face, oder? Gar nicht. Also hier noch nicht mal. Okay. Ja. Okidoki. Ja. Wieder was dazugelernt. Ja, nachdem ich so viel immer braun gekriegt habe, habe ich jetzt doch mal braun mit einem ganz klein bisschen Special rausbekommen. Ja, und es ist wieder, unser Internet ruckelt wieder. Also, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von der Stufe 5 Stute haltet. Und dann sprechen wir uns in der nächsten Folge wieder, was ich jetzt tatsächlich mit dieser Stute machen soll. Oder ja, ich muss noch mal Gold investieren, dass wir noch mal eine Box mehr holen, weil ja, sie möchte ich gerade aktuell nicht so gerne hergeben. Ja, wenn jetzt spontan noch mal ein Event kommt, ja. Na gut, ja, haut in die Tasten. Was habt ihr gedacht, dass es so ein Pferd wird? Ich nicht. Ich habe gedacht, es kommt gescheckt raus. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, gute Nacht, wann immer ihr dieses Video schaut. Wir sehen uns, macht's gut, ciao, ciao.